Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute heißt es Blaukraut bleibt Brautkleid. Rotkohl, aka Blaukraut, eingelegt. Und zwar süß-sauer, ein bisschen salzig. Ganz genau. Die sehen so schön aus, gell? Mami und ich, wir lieben total dieses Rotkohl. Und es geht ganz easy peasy. Nach 3 bis 4 Tagen können wir es schon essen. Also, wir rocken die Küche. Wir haben einen 1 bis 1,5 Kilo schweren Rotkohl genommen, gewaschen und die äußeren Blätter schon entfernt. Jetzt schneiden wir den Kohl in 4 bis 6 große Scheiben. Denkt dran, vorher noch den Strunk zu entfernen, gell? Dann schneiden wir den Kohl in feine, dünne Streifen. Dann haben wir 5 Gramm Salz in 1 Liter Wasser gegeben und bekommen dann Salzwasser, worin wir die Kohlstreifen für ungefähr 15 bis 20 Minuten eintauchen. Das sorgt noch zusätzlich für den knackigen Faktor. Ist die Zeit rum, holen wir die Kohlstreifen raus, waschen sie gut mit Wasser durch und gleich kochen wir sie. Dafür brauchen wir einen großen Topf mit kochendem Wasser. Da geben wir die Kohlstreifen rein, kochen sie für 1 Minute, rühren dabei gut um, machen dann die Hitze aus und lassen sie für 1 weitere Minute blanchieren. Dann holen wir die Kohlstreifen raus und schrecken sie eiskalt mit kaltem Wasser ab. Danach lassen wir die Kohlstreifen im Sieb oder im Salatschleuder, damit die Wassertropfen gut ablaufen können. Guckt, da unten seht ihr im Glasschüssel. Ist ganz wichtig, dass der Kohl schön trocken wird. Und guckt, seht ihr mit dem Kohlwasser. Und guckt, mit dem Kohlwasser gießt Mami jetzt hier die Kräuter. Wird nichts verschwendet. Das ist ja wie heute Thymian. Jetzt geht es los mit der leckeren Einlegesaft. Wir geben 400 ml Essig in einem Topf, gefolgt von 500 Gramm Zucker. Wir haben hier Vollrohrzucker genommen, das duftet so gut, gell? Kurz umrühren. Dann kommt 120 ml stilles Wasser hinzu und 2 Esslöffel Salz. Dann rühren wir das Ganze um, sodass Zucker sich auflöst und erst dann drehen wir die Hitze auf mittlere Stufe auf. Unter ständigem Umrühren, leicht aufkochen lassen, wenn das so aufblubbert, sofort nehmen wir den Topf vom Herd weg und lassen unseren Einlegesaft sich gut abkühlen. In der Zwischenzeit bereiten wir die Einmachgläser vor. Ganz wichtig, dass die Einmachgläser sterilisiert werden. Dafür Wasser im großen Topf zum Kochen bringen, die Gläser reinlegen und 10 Minuten im heißen Wasser auskochen. Oh, noch was vergessen! Nach den 10 Minuten vorsichtig mit einem Greifer und Tücher und Handschuhe die Gläser rausholen. Wirklich aufpassen, gell? Es ist wirklich super heiß. Dann lassen wir auch die Einmachgläser sich abtrocknen. Und jetzt geht es los, Leute. Die Kohlstreifen sind alle schön trocken. Seht ihr das? Die Einmachgläser sind auch soweit, sind auch trocken. Und jetzt geben wir die Einmachgläser, die Kohlstreifen in dem Einmachglas, drücken das ein bisschen an und seht ihr, als Special Effekt hat Mami noch Zimtstange reingelegt. Das sorgt für einen leckeren Duft. Ihr könnt auch wie hier Lorbeerblatt oder Thymian, Kardamom, so Ingwer reinlegen. Ich habe gesagt, das sieht so schön aus, aber nicht du, Mami. Ha, ha, ha. Dann geben wir unseren Einlegesaft hinein, komplett voll bis oben.
Dann alles abdichten, zumachen, 3 Tage lang warten und dann sehen wir uns gleich. Hammer, Hammer, gell? Und wie gesagt, nach 3 bis 4 Tagen, da kann man das schon essen. Yeah. Und habt ihr das gesehen? Das habe ich mit Ingwer. Ja, das ist hier noch mit Ingwer mit hier eingelegt. Seht ihr das? Das Schöne bei der Variante ist, es ist noch schön knackig, gell? Ingwer trinken. Hammer. Für heute, Leute, sagen Mami und ich Dankeschön, dass ihr hier bei uns reingeschaut habt und mit uns die Küche gerockt habt. Vielen Dank für eure Liebe und eure Unterstützung, gell? Ihr gebt uns damit einen riesengroßen Sonnenschein. Guck, da kommt die Sonne schon raus. Ja. Und so seid ihr für uns. Dankeschön. Sawadee ka. Bye-bye. Danke, Liebe Tschüss. Auf wieder, Jup Jup.